Hallöchen, Leute, und willkommen zurück zur nächsten Folge von Let's Play Mario Kart 8. Wir nehmen heute mal Peach. Dann nehmen wir mal das Katzencabrio. Dann nehmen wir mal die violetten Slicks und den Segelflieger. Wir zocken heute den Sternkap. Und nun die erste Strecke ist der Sonnenflughafen. Kennt man vielleicht aus Mario Kart, aus Super Mario Sunshine, denn die Strecke hier ist an Super Mario Sunshine angelehnt. Ganz genau, finde ich persönlich ziemlich cool. Muss ich sagen, mir gefällt es auf jeden Fall, dass man auch was von Super Mario Sunshine hineingebracht hat und vielleicht hat das ja auch was damit zu tun, dass demnächst ein Super Mario Sunshine Remake erscheinen wird. Weil Super Mario 64 DS Remakes gibt es ja schon, nicht Super Mario 64 DS. Aber ein Super Mario Sunshine Remix wäre da auch noch. Also Remake, nicht Remix. Remix ist für Songs, und Remakes ist so. Wie die Spiele, wenn ich mich gerade vollkommen dumm. Jedenfalls, ist das dann so? Und man hätte hier eigentlich auch noch eine Super Mario Sunshine Mucke reinbringen können, hat man aber nun nicht gemacht. Obwohl mir fällt gerade auch gar nicht die Standardmucke von Super Mario Sunshine ein. Das ist eigentlich keine Melodie, die einem jetzt wirklich sofort einfällt bei Super Mario Sunshine. Nö. Gibt's in dem Game leider nicht. What? Ups. So. Und wir versuchen natürlich wie immer den Goldpokal zu kriegen. Und ja. Was haltet ihr übrigens von Mario Kart 8? Wenn euch es gefällt, würde mich ein Daumen hoch natürlich wie immer freuen. Und was haltet ihr außerdem von der neuen Beschreibung? Ich habe mir nämlich jetzt mal ein bisschen mehr Mühe gegeben, als anstatt nur willkommen zurück zur nächsten Folge von dem Display und das war's schon. Und jetzt haben wir jetzt mal so richtig kompliziertere, also nicht kompliziertere, sondern viel bessere Beschreibung gebaut. Und eure Meinung könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Und meine Güte, flog die Bananenschale gerade eben weit weg. Und ja, sorry wegen diese komische, Elektronen. Hier denkst du, oh nee, nicht dein Ernst. Nee, ne? Blöder Stachel. Du. Mensch. Naja. Oh. Habt ihr das eben gesehen, das Segel? Das Flugzeug hatte gerade eben vorne einen Mario-Schnurrbart drauf. Ihr könnt ja nochmal zurückspulen, wenn ihr wollt, und euch das dann nochmal genau ansehen. Wenn ihr es gerade eben nicht erkannt habt. Gut, weiter geht's in der nächsten Strecke. Jetzt in der Delfin-Lagune. Außerdem werden, wie immer wahrscheinlich, das hier rausgeschnitten. Das ist 3, 2, 1, ist los. Es muss jetzt immer sein, es ist blöd, aber es muss einfach sein. Es geht einfach nicht anders. Bei Nintendo ist es ein bisschen crazy drauf. Jetzt nicht Nintendo, sondern irgendwie ist es ein bisschen blöd. Keine Ahnung. Oh. Ja, weil Nintendo Copyright auf dem Sound hat. Auf das. Aber das ist irgendwie vollkommen unnötig. Warum sollte man auf diesen Sound Copyright haben? Das finde ich ein bisschen blöd. Also auf Musik, okay, da habe ich keine Probleme mit, wenn sowas nicht mit, dann verstehe ich das auch. Aber visuelle Eigenschaften, das muss man dann. Nintendo übertreibt es auch ein bisschen mit Copyright. Ich meine, auf diese visuellen Eigenschaften von. Warum sollte man da Copyright drauf machen? Das bringt doch nichts. Das kann man auch ganz einfach selbst zusammenzaubern. Die Songs natürlich nicht, aber das ist ja nur auch nichts Besonderes. Oder was hat sich Nintendo dabei gedacht? Ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung, was Nintendo da für eine
für kleine Probleme hat. Das bringt einfach nichts. Nee. Wenn einer sagt, das hat er selbst gemacht, dann hat er halt Pech gehabt. Aber man kann das auch, er kann das aber auch wirklich selbst gemacht haben, weil das ist gar nicht mehr so schwer, dieses du, 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 du selbst zu machen. Das ist nur nicht das große Problem. Wie gesagt, die Musik natürlich ist dann schon wieder komplizierter und deswegen macht es auch mehr Sinn, die Musik mit Copyright zu versehen. Aber ne, das ist einfach Müll. Auf jeden Fall, die Strecke ist sehr cool und ich finde, es fehlt aber irgendwie an Plessy. Also aus Mario, Super Mario, was? Super Mario World? Nein. Nee. Mario 3D, Super Mario 3D World, genau. Hab gerade den Namen gesucht. Auf jeden Fall fehlt es an Elementen von diesem Game. Das finde ich ein bisschen, also von Plessy. Dieser Wasserdinosaurier, auf dem man reiten konnte, der fehlt mir in dem Game hier irgendwie. Fuck, in dem Game hier auch. Also wenn man ihn schon nicht als Charakter macht, dann wenigstens auf der Strecke, aber nein. Dann halt nicht so gut. Cut und gleich geht's dann weiter. So, nun geht's weiter im Sternkopf, jetzt im Discodrom. Discodrom ist so eine Art Disco-Strecke und macht mehr so den Disco-mäßigen Eindruck. Man hat, könnte auch gerade eben schön beachten da vorne, da wo gerade die Zuschauer tanzen, konnte man vorher beachten, wie das diese Töne dann, die ihr aber natürlich selbst nicht hören könntet, bei der. Wie ich gerade eben schon erklärt hatte, hat er natürlich leichte Probleme mit. Warum auch immer. Oder ich laber einfach an der Stelle, das geht auch. Genau! Ich bin doch so blöd, wieso labere ich nicht einfach an der Stelle, weil dann macht er es ja auch nicht. Ah, da geht's. Ich bin so blöd. Das ist doch very easy. What? What? Was war das? Dim, 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 dim. Okay. In Mario Kart 7 gab es ja auch schon so eine Musikstrecke und das finde ich ziemlich cool, wie die Piranha-Prinze mit so abdance, so irgendwie so schon pixelig sieht das auch ein bisschen aus, aber das muss so, weil es ja diese kleinen einzelnen Punkte ist, das ist irgendwie geil. Und hier dancen die ab, das sieht zwar, hätte man locker auch auf dem Gamecube, also locker auf dem Gamecube, hätte das auch sein können, oder fast sogar auch schon auf dem Game Boy Advance hätte das hier links eben diese Animationen da sein können, wo die darum tanzen. Aber naja, das ist ja nur auch nicht das Wahre. Wenn man sich anschaut, wie das bei der Wii bei Mario und Sonic bei ein bisschen spielen. Oder ich glaube auch Mario Kart Wii gab es auch Zuschauer, auf jeden Fall bei den Olympischen Spielen, weiß ich. Wie die da aussahen. Da sehen die hier schon ein bisschen besser aus. Aber nur auch nicht viel besser. Yeah, Metal Mario ist von der Victoria. Ja gut, Katzen-Cabrio, das passt auch gut zu Peach und dieses pinken Katzen und dieses pinke Katzen-Cabrio. Denn im DLC, wie ich ja schon mal im Online-Park erzählt habe, wird ja auch eine Katzen-Peach erscheinen. Mario Kart TV. Ich versuche außerdem möglichst viele Charaktere zu zeigen, aber ich kann euch keine Garantie darauf geben, dass ich euch alle Charaktere und vor allem nicht alle verschiedenen Kart Bike etc. Kombis. Also alle Kombinationen werde ich euch niemals zeigen können, weil das würde mehrere tausend Parts gehen. Da gibt es so viele unendliche Möglichkeiten. Weil du hast ja drei Kombinationen, dann hast du auf jeden einzelnen so viele und deswegen ja, ist das ein bisschen mad. What? Ja, meine Rote ist auch gewählt und wir sind fast am Ziel. Die Piranha. Die Piranha-Pflanze wechselt außerdem auch immer ihre Station. Station, ne? Also bloß in der letzten Runde ist die, glaube ich, nicht da, weil das habe ich jetzt schon zweimal gesehen, dass sie nicht da ist. Deswegen glaube ich, dass die in der letzten Runde niemals da ist. Und dann geht's gleich weiter in der nächsten Strecke. Und damit beginnt die letzte Strecke Wario Abfahrt. Das passt außerdem vor allem gut dazu, weil wir gerade über Mario und Sonic bei einem bisschen Spielen oder Winterspielen erzählt haben, deswegen ist die Strecke gut.
Hat das jetzt gut gepasst? Na, so gut noch wieder nicht. Oder doch? Ne, weiß nicht. Jo, wahrscheinlich. Okay. Des Todes! Ach Mensch. Des Todes. Des Todes. Und ich muss unbedingt mal Zelda Spieler sein. Des Todes. Oh, was? Jetzt habe ich schon gespoilert. Oh, was? Ich habe aber gar nicht gespoilert, denn ich habe gar kein Zelda Spiele geplant. Mann, ist das so knapp. Dafür braucht man eigentlich einen Pilz, aber YOLO. Ich mag zwar aber das Wort YOLO nicht so gerne, genauso wenig wie Zweck. Ja, Zweck, nicht Zweck. Zweck, was? Egal. Was hat das jetzt gebracht? Es hat genauso wenig gebracht wie mir fällt nichts ein. Oh, bin ich blöd. Ah, bin ich blöd. Blöd. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, das beep beep beep. Dude. Da raus nicht rausschneiden. Wow. Fast meine Feuerblume. Ein Item aus Mario Kart 7. Hab ich ja glaube schon mal gesagt. Egal. YOLO. Auch wenn ich das Wort nicht. YOLO. Nee, egal. Igi, Donki und Abkürzung. Ja, die Bäume hier sind ganz schön hartnäckig, warum sind die hartnäckig? Weiß ich jetzt gerade. Achso, ja, stimmt. Weil Baum. Okay, gut. Ah! What? Okay, gut. Das. Das. Okay. What? Friss meine Piranha-Pflanze. Auch gut. Und hier sehen die. What? Wieso war die Piranha-Pflanze? Die hat sich wohl gegen der Wand. Boah, was ist denn da? Das ist jetzt nicht deren Ernst. Ich bin gerade so skillig, dass mein Skill schon wieder. Dass ich schon wieder so skillig bin, dass es schon wieder fähig ist. Das hat auch wieder keinen Sinn gemacht und Bomben. Ah, yes, bitches. Jetzt kommt hier diese einfach. Okay, noch mal. Ja. Jetzt muss ich sagen, ich bin bald Esser. Fast. Schnell. Peach. Pilz. Leider nur zweiter geworden. Aber naja, außerdem auch cool, wie Peach da so hinten so tut. Aber insgesamt sind wir immer noch Erste, wie auch immer. Wenn man es im Game sieht. Und das war's. Also jetzt nochmal einen kleinen Cut und dann kommen wir gleich zum Ergebnis. Zweck. Und damit kommen wir nun zu den Ergebnissen. Das muss ich nicht zeigen, weil das eigentlich vollkommen unnötig ist. Die Siegerehrung fehlt, wie schon mal gesagt, was ziemlich blöd ist. Und auf jeden Fall haben wir hier den Goldpokal mit uns. Und wir haben ein Stern. So, ja, stimmt. Wie war wir zweimal zweiter waren, haben wir einen zwei Sterne Teil. Außerdem kann man den Pokal auch mit dem auf dem Touchscreen auf dem Video Gamepad noch drehen. Das ist auch nicht sehr cooles Feature. Achso, und auch mit dem Stick hier. Oh, cool. Cooles Easter Egg. Hier ist ein Luma. Erkennt ihr den Luma? Haben gleich ein Easter Egg gefunden. Lol, sagt mal, wer von euch kannte dieses Easter Egg schon vorher, dass hier so ganz leicht ein Luma eingeritzt ist? Hinter dem Stern. Also ich finde das ziemlich cool, weil es passt ja auf Stern und Luma. Ich finde das ziemlich cool. Ob auf den anderen Pokalen auch noch so eine Easter Eggs drin sind? Naja, auch wieder egal. Auf jeden Fall, wenn euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr einen Daumen hoch geben. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bis dann und ciao. Und natürlich abonnieren nicht vergessen. Ciao, Leute.